Jo, sind wir wieder bei Tales of Xillia 2. Beim letzten Mal habe ich mal so ein kleines bisschen gezeigt, was wir alles neu dazu bekommen haben. Und die Katze kam eben zurück und ich habe es eben schon an der Trophäe gesehen. Wir haben nun alle Gebiete. Wir haben alle Katzen in allen Gebieten geschickt und alle Items dazu bekommen. Und ja. Also noch ein paar leuchtende Fühler zum Schluss. Ansonsten habe ich jetzt die Fertigkeiten alle mal umgestellt, also zumindest von den vier Charakteren, die ich jetzt auch weiter benutzen werde. Die anderen habe ich mir jetzt mal jetzt nicht die Mühe gemacht. Das heißt, die vier Charaktere sind nun voll ausgerüstet. Ich habe Jude noch den Diamantschutz gegeben und ihm das Elementar. Ansonsten dürfte sich nichts verändert haben, denke ich. Und ihr habt alle sogar schön neutrale Waffen. Nee, ändert doch nicht meine Sachen. Das sind viel cooler, die ich drin hatte. Einfach nur wegen hier dem Elementarschutz und da halt Elementarschutz. So, aber jetzt haben wir mal hier den neuen Hammer. Und im Vergleich zu dem letztstärksten Hammer, ja. Das ist auch übel. Fehlen nur noch die Pistolen. Gut. Wollen wir doch mal gucken, was für eine Belohnung wir bekommen, wenn wir die letzten 100 Gold geben. Wow, das ist geschafft. Du hast die 20 Millionen Geldschulden abbezahlt. Wirklich unglaublich. Endlich. Ich glaube, ich muss gleich heulen. Ach, Luga, ich will dir etwas schenken, um deine Schuldenfreiheit zu feiern. Hättest du Lust, in einer heißen Quelle zu baden? Zusammen mit mir? Hä? Ja? Immer schön mit der Ruhe, Nova. Du hast doch gesagt, dass du mit mir zu dieser heißen Quelle fahren wolltest. War das von Anfang an das Geschenk... Ach, so das ist Vera gesagt. War das von Anfang an das Geschenk für Lur gedacht? Ja, und du kommst natürlich auch mit. Das wird ein Riesenspaß. Solche Anlässe muss man gebührend feiern. Alle kommen mit. Je mehr, desto besser. Ja, das hört sich wirklich spaßig an. Hey, Glückwunsch, Luger. Ah, das ist die ganze Gruppe da. Ich habe gehört, dass du deine Schuld abbezahlt hast. Ja. Das passt wunderbar. Gerade wollte ich alle zusammenrufen. Wir geben eine große Party, um Lukas Schuldenfreiheit zu feiern. Ich nehme euch alle zu den heißen Himmelsquellen mit. Tiere und Puppen sind ebenfalls willkommen. Freut ihr euch auch schon? Ein Ausflug zu einer heißen Quelle? Ausgerechnet jetzt! Aber eigentlich ist das gar keine schlechte Idee. Auf diese Weise können wir Kraft schöpfen und die Wunden und Schmerzen der Schlacht abwaschen. Das stimmt. Und Luke hat eine Belohnung auch für seine harte Arbeit verdient. Ja, diese Elite-Monster war nicht nett. Luke? Ich war noch nie bei einer heißen Quelle. Habe ich das nicht verstanden? Da sprudelt heißes Wasser aus dem Boden. Wieso haben wir das nicht schon früher mal gemacht? Vielleicht zeige ich euch dann endlich mal, wie ein Mann seinen Rücken ordentlich schrubbt, Luger. Und ich bringe alles mit für die Kissenschlacht und Wahrheit oder Pflicht. Ich glaube, Luger freut sich vor allem auf das gemeinsame Baden, habe ich recht? Nein! Ja, dann muss es eine dieser nackten Bindungserfahrungen sein, von denen die Leute erzählen. Also gut, dann werde ich den Ausflug zu den heißen Quellen teilnehmen. Stürzen wir uns ins nackte Vergnügen, auf dass wir bessere Gefährten werden. Gut gesagt. Ich finde, das ist eine ziemlich schamlose Art, es auszudrücken. Hey, das ist eine Party, also mach dir nichts aus Schamgefühlen. Oder mach, dass du nach Hause kommst. Hast du das gehört, Luger? Also gut, Leute, lassen wir es in den heißen Quellen mal so richtig heiß hergehen. Okay. Ich kenne das Ganze, was jetzt kommt, nicht. Von daher bin ich gespannt. Das Ganze sogar animiert. Sehr schön. Ui. So this is a natural hot spring. My back really needed this. Vera, you sound like an old woman. I have to say, this is the life, isn't it? We have to come back sometime and bring Elle with us too. Yes, absolutely. By the way, how's the water on your side, boys? Was zum... No complaints over here! Let us out! It's supposed to be a co-ed bath! Alvin, stop pushing! To think I once commanded the Rajagol army. Hey!
I think I found the zipper. That is not a zipper. Take it easy. Sorry about that, guys. What's up with the towels? Huh? They're being digested. What? We might be close friends, all, but not nearly close enough for a COVID bat. Everyone, let's hear for Luger. We're paying off his loan. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Was zum? Ja, kein Problem. Oh, schick. Mit Bildern und allem. Ein Leben ohne Entscheidungen wäre so einfach, aber auch ganz schön langweilig, findest du nicht? Ja. Wie das aussieht, die beiden da. Ein wunderbarer Koch und fähiger Handwerker. Luger wird ein großartiger Ehemann sein. Ja. Glückwunsch schon mal vor dem Abschluss des Spiels. Wir hoffen, du hast die Reise genossen. Ach, noch? Es ist noch nicht vorbei. Ich habe noch zu tun. Wer das hier liest, hat das Spiel abgeschlossen. Also es gibt noch so viel zu tun. Also spiel weiter. Ja. Die Welt von Xillia ist ein finsterer Ort, aber einer, der auch viel Wärme spendete. Die Musik ist auf jeden Fall sehr schön und ein bisschen laut vielleicht. Das Lied, das Julius und Luger vor sich hin summten, war nicht nur der Titelsong des Spiels, sondern auch das Lied, das mich am meisten bewegt hat. Ah, Sakura Bar. Schöne Musik. So, sagen die Leute, sagen jetzt noch mehr Leute noch was oder lassen das die normalen Credits sich schon wieder durchlaufen? Was bereitet er eigentlich gerade davor? Haben wir irgendwas für Rollo mit Fisch und irgendwas mit Spiegelei für L? Aber ich muss sagen, das war echt ein wunderschönes Ending. Also, ja. Sie waren gemeinsam baden. Das will man nicht abstreiten. Nur halt die einen im warmen Wasser und die anderen in Verdauungsflüssigkeit oder so. Ich habe jetzt da Riesen-Tipo gesehen, habe erstmal gedacht, heißt Tipo jetzt einfach nur als Sichtschutz da? Und plötzlich, ja, waren die Jungs in Tipo drin. Das war dann doch ein bisschen komisch. Aber gut. So eng sind sie anscheinend doch nicht. Und wo auch immer Jude Gaius dahin gegriffen hat. Was er dachte, das wäre ein Reißverschluss. Ich glaube, das will ich nicht so genau wissen. Kann man das eigentlich überhaupt springen? Nee. Wanted Poster Artwork. Ja, der hat ein wunderschönes Wanted Poster gemacht. Kenji Anabuki. Du bist also der dafür zuständig ist für diese ganzen schönen Wanted-Poster. Was ist eigentlich, wenn man das ganze Geld, ich sag mal, relativ früh abbezahlt? Geht das überhaupt? Also kann man da wirklich so viel Geld nebenbei verdienen durch endloses Grinden und was auch immer? Oder durch einfach Übernahme aus altem Spiel, dass man es direkt von Anfang an, ich sag mal, alles zurückzahlt? Oder sagt das Spiel dann einfach nur, 100 Galt, es geht nicht weiter? Oder irgendeine Grenze, wo es nicht weitergeht? Ich hoffe, du hast dich auch in Jahren noch mit Freude an deine Erfahrung in der Welt von Xillia zurückerinnerst. Oh ja. Und Hideo Baba. Ein Leben ohne ein paar schwierige Entscheidungen gibt es nicht. Nimm dir einen Augenblick, um dich am Ende seines Weges in Luger hineinzuversetzen. Ja, Luger hat so manch echt schlimme Entscheidungen treffen müssen. Alleine die mit Julius. Das sind echt nicht Entscheidungen, die irgendjemand wirklich treffen möchte. So, hätten wir das gemacht. Mal gucken, ob noch irgendwas kommt. Ende. Zum dritten Mal jetzt.
zwei Endings haben wir noch. Das heißt, wir sehen uns die Credits noch zweimal. Yay, verbraucht 100 Gold, yay. Gewonnen hat Tieftitel, perfekter Körper, was? Ich habe einmal Schulden zurückgezahlt, deine Daten werden gespeichert. Wenn du deine gespeicherten Daten lädst, geht das Spiel vor deinem letzten Gespräch mit Nova weiter. Hart wie Stahl. Ja. Ja. Worauf immer sich das bezieht, aber gut. Ja. Wollen wir mal weitermachen? Und Al steht da wieder rum. Yay. Mal gucken, wo wir jetzt einfach rauskommen. Ja, wahrscheinlich haben wir jetzt die Schulden zurückgezahlt und müssen jetzt nichts mehr zurückzahlen. Das heißt, die L2-Taste verliert ihre Funktion. Ah. Ah. Das heißt, wir können die ganze Szene quasi immer und immer wieder uns anschauen. Moment, ich kann jedes Mal immer 100 Gold dafür verlieren. Okay. Gut, dann hätten wir das auch gemacht. Dann wollen wir jetzt endlich in die illusionäre Dunkelheit gehen. Da. Wobei ich möchte irgendwo in Drillen davon nochmal speichern. Ist da irgendwo noch ein Speicherpunkt davor? Da vorne im Gasthaus. Und dann wollen wir uns jetzt endlich mal diesem Dungeon widmen, und zwar richtig. Jetzt habe ich ja die Charaktere dafür. So, mal nochmal speichern. Eben ist dabei gerade nicht aufgefallen. Wir sind gerade nicht an einem Speicherpunkt rausgekommen, als wir die Daten neu geladen haben. Aber schön, dass man sich die Szene wirklich immer und immer wieder anschauen kann. Das ist echt eine schöne Belohnung. So. Dann wollen wir mal. Ich bin gespannt. Ich habe keine Ahnung, wie dieser Dungeon funktioniert. So. Ich kann ja nebenbei trotzdem unsere Katzen so ein bisschen auf Reisen schicken. Damit ich da noch so ein paar Sachen bekomme. Nämlich Seevogeleier brauche ich. So. So. Luga und Jude und Gaius und Musei. Ja, ist dies die Person, in der ihr zu kämpfen gedenkt? Natürlich. Inmitten von Illusion und Schatten, geht hinfort und suchet das Licht. Solltet ihr die Aufgabe annehmen und erfolgreich sein, werden eure Mühen gebührend entlohnt. Eure Aufgabe lautet, berührt als erstes eines der drei schwebenden Lichter. Berührt als zweites alle drei schwebenden Lichter. Berührt als drittes die Lichter in der folgenden Reihenfolge. Laterne, Kerze, Fackel. Moment, das schreibe ich mal kurz auf. Anscheinend muss ich da wohl irgendwas machen. So, erstens ist eins von drei Lichter. Zweitens sind alle drei Lichter. Und drittens Laterne, Kerze, Fackel. Okay, ich bin gespannt. Ich habe auch keine Ahnung, wie stark die Monster hier sind. Und sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Na dann, laufen wir mal irgendein Monster rein und gucken mal, was die so drauf haben. Und wie viel KP? Oh, ja, geht. So, wenn ich das richtig jetzt gehört habe, kann man den Monstern keinen Schaden zufügen. Ja, wenn ich mit meinen Freunden nicht verbunden bin, kann ich den Gegnern keinen Schaden zufügen. Aber von der Stärke her passt's. Aber gut, wir sind auch Level 152, ne? Wenn das hier nicht passen würde, dann wüsste ich auch nicht warum. Hui. Magie hat so einen schwarzen Perl. Verbundene mystische Art. Durch das Aktivieren der Fertigkeiten speziell besonders verbunden. Kannst du mit R2 gedrückt halten, während du mit Luga ein verbundenes Arzt ausführst. Ja. Das werden wir, sobald es geht, mal direkt mal ausprobieren. Das würde ich echt liebend gerne sehen, wie das aussieht. Ich wollte gerade noch irgendwas zu essen einfach reinschmeißen. So. Ist das da nicht ein Giganto? Also ein Giganto, sag ich schon wieder. Elite-Monster eigentlich. War zumindest mal eins. Feel peculiar.
Wir machen auf jeden Fall guten Schaden an den Gegnern. Aber ja, mit so einer Waffe würde ich das ja auch erwarten. Das heißt, ich kann es auch weiterhin auf gemäßigt lassen. Müsste auf gemäßigt sein. Ich wüsste nicht, dass ich es geändert hätte. Moment. Gemäßigt, okay. So, das sind Truhen, oder? Wären es, hätte ich sie geschafft auszumachen, aufzumachen. So. So, schau. Nein! Och, Kampf! Och, Gegner! Überlebt doch ein kleines bisschen länger. Ich habe gerade R2 gedrückt gehalten. So. Dunkleres. Ja gut, die brauche ich jetzt auch nicht mehr. So, was ist das? Ah, das ist eine Tür. Okay. Das sind viele Türen. Nehmen wir erstmal den Gegner noch mit. Jetzt darf ich das schon wieder erstmal aufladen. Aber ich werde jetzt auch die Schwierigkeit jetzt nicht noch höher stellen. Das hat schon fast getroffen. Immer genau dann, wenn ich es gerade einsetzen möchte, dann sterben alle Gegner. Da! Und Waldbrand. So. Treten wir einfach direkt in die erste Tür rein. Keine Ahnung, was es macht. Ja. Gehen wir mal weiter, aber gucken, wo wir landen. So, sobald die drei aufsteigenden Lichter durchquert wurden, wird sich die nächste Tür öffnen. Die drei aufsteigenden Lichter. Okay, ich geh da mal weiter. Mal gucken, ob wir jetzt mal das verbundene Mystic Art sehen. Nee, wahrscheinlich eher nicht, weil das nur ein Gegner ist und der ist gleich tot. Und wir haben sogar fast ein Level Up. Das sind 153. Passt. Jemand muss ja eh Level 200 erreichen für den Titel. Ach, da ist der Gegner. Den sieht man hier teilweise echt gar nicht. So. Wow. Nebenbei, die, ich glaube, die Waffen von den anderen, die Teufelswaffen, die werden alle stärker, je mehr Schaden man macht. Je mehr Gegner man besiegt. Und die von Luger wird stärker, je mehr verbundene Arts man macht. Das heißt, für jedes verbundene Art steigt die Kraft um einen Punkt. Da ist ein Licht. Oder eine Fackel, zumindest. So, jetzt aber. Yo! Yo! Schick! Schöne Saat. Hui. So. Ich habe ein Licht durchlaufen. Muss ich es noch mehr machen? Schau mal. Theoretisch muss ich ja nur ein Licht durchlaufen. Später muss ich ja... Ich schaue mal, wo ich dann so rauskomme. Nicht? Hab ich das falsch gemacht? Muss ich alle Gegner besiegen? Nehmen wir doch alle Gegner mit. Oder ist einfach weiter unten noch was gespawnt? Dann schauen wir uns gleich beim nächsten Mal an, wie die von Gaius und Muse aussehen. Ich werde aber hauptsächlich nur mit Jude als Partner kämpfen. Weil Jude für mich der beste Partner ist, den man haben kann. Zum einen kann Jude einen heilen, sobald man auf dem Boden liegt. Er kann einen wiederbeleben, mit seiner aktuellen Fähigkeit sogar zu 70%. Und... Ist da unten irgendwo noch eine andere Fackel gespawnt? Nicht, dass ich wüsste. Ich kann hier runterspringen? Okay. Ja, heilen. Kann wiederbeleben. Und mit ihm habe ich halt die meisten Verbundattacken. Right on point! Right on point. So.
gucken, ob ich jetzt... Ich kann da wirklich einmal runterspringen. Also auf den blauen Bereich dann. Schauen wir mal, ob ich jetzt weiter kann. Jetzt ist sogar das Licht hier oben weg. Hier kann ich nicht springen. Hier kann ich nicht springen. Da kann ich springen. Schauen wir mal, wo ich lande. Jetzt bin ich hier im blauen Bereich. Ach so, das sind die Lichter, die ich berühren muss. Hier ist eine Laterne. Ach, da ist der Gegner. Hab ich gerade gar nicht gesehen. So. Aber Gaius und Muse sind auch verdammt cool. Muse ist vor allem mit ihrem Teleport ziemlich krass drauf. So. Schau mal, ob jetzt hier oben noch was anderes habe. Ich werde jetzt mal den Gegner so ein bisschen vorbeilaufen. Und mal gucken. Da. Hier ist ja gar nichts. Außer im Hinterhalt. Halt diese mit dem Vorlinks. Ich kann es aber kurz machen, wenn ich so hinter dem Gegner springe und dann kann ich quasi Muse wieder wegziehen. Und so dann Muse halt wieder mehr oder weniger retten. Und so kann man halt, ja, sowohl Muse als auch mich vor irgendwelchen Gegnern schützen, indem ich einfach halt immer durchspringe, wegporte und dann ist wieder alles in Ordnung. So, das war jetzt blau und rot. Jetzt hätten wir die schon mal. Kann ich jetzt nochmal hier runterspringen? Lande ich wahrscheinlich wieder auf rot drauf. Ist da eventuell der Weg jetzt offen bei rot? Oder muss ich einfach nochmal zurück an den Anfang? Ich laufe mal eben den ganzen blauen Weg mal runter. Dann sehen wir das ja. Hallo und tschüss. Nein, ich hing an der Kante fest. So viel zu und tschüss. Ist der Einzige? Na dann. Essen muss ich mittlerweile auch nicht mehr eigentlich zwingend reinschmeißen, weil ich gesehen habe, dass ich den Titel dafür schon habe. Da geht's auch nicht weiter. Dann springe ich nochmal auf Rot runter. Von wo kann ich spielen? Kann ich springen, ne? Und lauf mal bei Rot nochmal nach ganz unten. Ich habe gerade irgendein Geräusch gehört. Gucken wir mal ganz unten, was bei Rot da noch ist. Ne, da unten ist auch nichts weiter. Oder kann ich mich da wieder rausporten? Komisch. Noch tiefer kann ich auch nicht springen. Ach, da war noch ein Gegner. Ich bin sondern nicht so ganz in dieses Prinzip hinter diesem Dungeon gestiegen. Ich suche gerade. Ich gehe nochmal nach ganz oben. Ich höre zumindest gerade ein Geräusch. Jetzt nicht mehr. Gucken wir einfach von oben da mal so ein bisschen runter. Meine Güte, das geht aber weit nach oben. War das vorher auch schon so? Da ist wohl Blauende. Oder kann ich hier auf blau runter? Moment, sind das zwei blaue? Lass mich da nochmal runterspringen. Hier. Da unter mir war doch auch noch ein blaues, oder nicht? Da sind zwei blaue Ebenen. Aha! Das ist mir gar nicht aufgefallen. Oder die eine ist ein bisschen grünlicher, ich habe keine Ahnung. Dann war ich also nur bei der einen blau-grün und nicht bei der anderen. Dann schauen wir mal kurz. Ich glaube, ich war dann wahrscheinlich bei der oberen. Bin von ganz oben hier auf das rote wieder runtergesprungen, ne? Dann lass mich hier nochmal runterspringen irgendwo. Versuche ich mal auf die andere
blau-grüne. Ich denke mal, das ist eher die grüne und unten ist die blaue. So, springen wir hier irgendwo. Da. So, und gehen nochmal ein bisschen tiefer. Und springen hier nochmal ab oder so. Gucken, ob ich das jetzt richtig gesehen habe. Da ist schon mal ein Hinterhalt. Und nur ein Gegner. Ich glaube, ich schmeiße mir im Heiliges Licht mal rein. Damit ich mich hier in Ruhe umschauen kann. Da, Heiliger Trank. Heiliger Trank. So, schauen wir jetzt mal. Also, da bin ich losgegangen. Bin ich da hochgegangen und da hoch und irgendwie irgendwann immer weiter hoch. Und bis nach ganz oben. So. Da! Da ist Licht. Da war ich noch nicht. Das funktioniert auch bei diesen Monstern. Ah, und da ist die Kerze. Ah! Wir haben die Aufgabe geschafft. Jetzt können wir unten bei Rot wieder zurück. Kann ich einfach runterspringen? Nein. Nein. Ah, da vorne ist auch, kann ich aber direkt wieder zurückgehen. Runter. So, dann schauen wir mal. Ich habe 4 alten Glocken und einen Goldwürfel. Okay. Und wo bin ich jetzt? Oh, ich muss hier kämpfen. Gegen Julius? Julius Schatten. Hat eine Schwäche gegen Schwerter und eine Menge KP. Wir machen ihm viel Schaden. Aber gut, die Waffe halt, ne? Moment, wo kommt das Feuer her? What the fuck ist gerade passiert? Achso, er hat die Leute verwirrt und deswegen haben die sich alle gegenseitig angegriffen. So, dann wollen wir mal. Ich habe die falsche Taktik gemacht, verdammt. So. Wollen wir uns gleich mal doch die schöne Attacke von Gaius angucken. Nein, ich habe das Timing verkackt. Ich bin so doof. Oh. Könnt ihr euch bitte mal wieder verbinden? Moment. So. Ich muss doch wenigstens ein bisschen Schaden machen. Ich will hier nicht in dein Mystic Art reinlaufen. Jude gerade eben, ne? Hier. What the fuck? Okay. Sehr gut, Jude. Hier. Oh, unsere Katze ist zurück. Was hast du uns denn mitgebracht? Seevogelei. Ja, holen wir noch mehr davon. Ja, damit hätten wir auch den Bereich geschafft. Und können nun weitergehen? Okay, wir können jetzt hier weitergehen. Dann würde ich aber sagen, wir machen erstmal einen Schnitt und gucken uns dann beim nächsten Mal an, was es hier noch alles gibt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.